Kulturliteratur, die Initiative, das Magazin und der Kanal. Und wie ihr wisst, unterhalte ich mich auf dem Kanal sehr gerne mit sympathischen Menschen, mit interessanten Menschen über interessante Themen. Das machen wir heute auch. Und zwar Stoizismus, Beziehungsglück. Und da unterhalte ich mich mit der lieben Frau Dr. Doschon. Seien Sie gegrüßt. Ich grüße Sie zurück. Hallo. Ja, wir haben uns ein schönes Thema ausgesucht. Legen wir auch gleich los. Und zwar habe ich meine erste Frage gleich: Welche stoischen Tugenden gibt es, die, sag ich mal, zum Glück der Beziehung beitragen? Ja, unser Thema ist ja, was hat die Stoa, also die Philosophie des Stoizismus, für einen praktischen Wert, insbesondere für uns heute? Wir sind jetzt keine Theoretiker und wir wollen keine Dissertation darüber schreiben, sondern wir schauen uns eine Philosophie von ihrer praktischen Verwertbarkeit her an und fragen uns, inwiefern nützt sie uns, kann sie unser Leben besser machen? Und da gab es sehr häufig eine Frage, auch bei Zuschauern meines Philosophen, der philosophische Salon, inwiefern spielen denn die Tugenden der Stoa überhaupt eine Rolle für uns als soziale Menschen in unseren Interaktionen mit Freunden und mit Partnern? Also wie können wir unsere Beziehungen verbessern? Und das war ganz interessant. Ich habe da mal drüber nachgedacht und verstehe mittlerweile selbst wesentlich besser, inwiefern die Stoa ausgesprochen pragmatisch sein kann. Ja, denn man lernt ja immer durch die Fragen von Zuschauern dazu. Und hierzu muss man sagen, Grundlage der Stoa ist einfach, es gibt die vier Tugenden. Das ist Weisheit, Mäßigung, Tapferkeit und Gerechtigkeit. Und diese vier Tugenden sind nicht einfach ein abstraktes Set, sondern das sind alltagspraktische Fertigkeiten. Und wenn wir die anwenden, dann können wir besser mit uns selbst umgehen. Denn man muss sich auch selbst aushalten können. Das ist mal die Voraussetzung auch für gelingende Beziehungen mit anderen. Und wir können natürlich auch unsere Beziehungen besser gestalten. Weisheit, das ist in erster Linie Unterscheidungsvermögen. Die Philosophen der Antike haben dem Unterscheidungsvermögen ganz hohen Wert beigemessen. Das ist etwas, was heute oft verloren geht in dieser Flut und Fülle von Informationen. Wir nehmen vieles auf. Ja, viele Menschen sind wie ein Schwamm, die einfach alle Informationen dann entsprechend sammeln können, aber dann schließlich nicht filtern, was ist wichtig, was ist unwichtig. Sokrates hatte mal die Methode der drei Siebe. Die drei sokratischen Siebe sind Wahrheit, Notwendigkeit und Güte. Er hat immer gefragt, ist diese Information jetzt wichtig für mich? Muss ich das wissen? Muss ich mich dazu verhalten? Ja, also ist es gut? Ist es überhaupt wahr? Ja, und ist es notwendig? Das heißt, man scheidet erstmal die Möglichkeit von Ballastwissen aus und man muss sich auch nicht zu jeder Form von Information verhalten. Zurück zu der Stoa, die Weisheit als Unterscheidungsvermögen, ja, die zeigt uns auch, dass wir im Umgang mit anderen Menschen, ja, wirklich genau kalibrieren sollten. Ja, welche Informationen sind jetzt wirklich wichtig? Also was teile ich über mich mit? Das ist also wesentlich heute, wo wir eine visuelle Kultur haben, eine kommunikative Kultur haben, in der fast alles Private öffentlich gemacht wird. Ist das gut so? Wollen wir uns wirklich in der Art und Weise ausliefern mit all unseren Daten, mit all unseren Aktivitäten, die wir auf verschiedenen Social Medias vielleicht noch selbst posten wollen, um uns darüber zu vermitteln? Hier würde die Philosophie der Stoa sagen, Weisheit ist wichtig, um mal zu unterscheiden, was gehört zu meiner Privatsphäre, ja, und was möchte ich dann wirklich auch mitteilen und wem möchte ich das mitteilen, so ganz gezielt und bewusst. Gerechtigkeit ferner ist auch wichtig, denn der gerechte Austausch zwischen Menschen ist natürlich die Grundlage von jeder gelingenden Beziehung. Ja, darüber gibt es mittlerweile viel Forschung in der Psychologie und in Sozialwissenschaften. Beziehungen scheitern dann, wenn es keine Mutualität, also keine Wechselseitigkeit mehr gibt. Ja, der eine investiert, der andere investiert nicht, ja, oder in einem erheblich geringeren Maße. Und sobald eine Beziehung, familiär, freundschaftlich, verwandtschaftlich oder eine Liebesbeziehung, in diese Schieflage kommt, existiert ja die Tugend der Gerechtigkeit nicht mehr. Insofern hat die Stoa wieder recht, ja, so wie sie schon mit der Weisheit als Unterscheidungsvermögen recht hatte. Sie hat auch recht mit der Tugend der Gerechtigkeit. Sobald die Waage dauerhaft schief steht, kann man nicht
von der Beziehung sprechen oder von der Partnerschaft, wie wir das heute sehr häufig tun, denn Partner heißt ja gleichberechtigter Mensch, der entsprechend auch ähnlich investiert. Man hat ein gemeinsames Projekt. Ja, und bei dem Fehlen der Gerechtigkeit ist ja dann das Projekt als solches auch schon gefährdet. Einer, die Tugend der Mäßigkeit, das bedeutet natürlich, dass man sich selbst auch mit seinem Gefühlsreichtum in einer gewissen Weise kontrollieren kann. Ja, und das ist eine unbequeme Wahrheit für viele heute, die sich ja eher ungefiltert mitteilen und die das auch in unserer herrschenden Kultur eher als etwas Positives empfinden. Ja, wenn sie sich in dieser Art und Weise präsentieren können, als gäbe es gar keine Grenzen. Tatsächlich kann das aber sehr übergriffig sein. Also die Tugend der Mäßigkeit ist insofern auch wichtig, um die Beziehungen zwischen Menschen in einem ausgewogenen Verhältnis zu lassen und nicht den einen zu überwältigen, ja, oder gar auszubeuten, auch mit unseren Ansprüchen an Nähe. Also insofern sehen wir hier, dass die stoischen Tugenden Weisheit, Gerechtigkeit, Mäßigkeit sehr wichtig sind. Und jetzt kommt die vierte Tugend, die Tapferkeit. Wie fügen wir denn die Tapferkeit ein in einen Beziehungskontext? Das ist schwierig, denn Tapferkeit bedeutet in unserem Alltag eher, wie setzen wir uns für uns ein und auch wie setzen wir uns für unseren Partner ein. Also es gibt sehr viele Also auch Beziehungen. Selbstbehauptung, ne? Ist das auch so ein bisschen, ne? Ja, Ja. Selbstbehauptung ist eines, aber wenn Sie jetzt sagen, Selbstbehauptung, klingt das so ein bisschen nach einem Gegeneinander von Interessen. So, der Partner will etwas und ich will etwas und Ja. es geht dann darum, wie man sich miteinander dann ins Verhältnis setzt oder auch nicht, ja, und jeder Recht behalten. Das ist nicht exakt das, was die stoische Tugend der Tapferkeit in dem Zusammenhang meint. Das meint eher ein Verteidigen auch der Partnerschaft oder des Partners nach außen. Sehr viele Beziehungskonflikte entstehen daher, dass ein Partner keine Loyalität spürt. Das klassische Beispiel, die Freunde kritisieren die Beziehung. Jeder hat eine Meinung darüber. Ja. Ja, leider. Tapferkeit würde dann halt heißen, ja, genau, man setzt sich ein und verteidigt den Partner und sagt, hört mal, das ist eine Partnerschaft, das ist kein Gruppenprojekt, ja, ihr habt da nicht alle mitzureden. Ja. Also Tapferkeit in dem Sinne wäre dann ein Akt der gezielten Zivilcourage. Oder klassisches Beispiel, die Schwiegermutter kritisiert die Schwiegertochter und der Ehemann bzw. Sohn sitzt zwischen allen Stühlen. Soll er Partei ergreifen? In gewisser Weise muss er auch für seine Partnerin sprechen. Und andererseits fühlt er sich loyal gegenüber seiner Mutter. Schwierig. Ja, also Tapferkeit bedeutet dann im Sinne der Stoa, dass man sich sehr wohl einsetzt für die wichtigen Beziehungen, die man hat. Ja, und da auch abgrenzen und abstufen kann. Ja, man kann ja sehr wohl Partei ergreifen für einen Menschen in einer bestimmten Situation, ohne eine andere wichtige Beziehung völlig zu vernachlässigen. Also das ist auch wieder so eine Frage der Weisheit, des Unterscheidungsvermögens. Also Weisheit, Gerechtigkeit, Mäßigkeit und Tapferkeit, diese vier Tugenden praktisch umgesetzt, helfen tatsächlich, das Beziehungsleben zu verbessern. Wir werden die Begrifflichkeiten mal auch schön unter dem Video schreiben, damit die Zuschauerin, der Zuschauer sich das nachher nochmal so schön holen kann. Welche Charaktere sollte man denn laut der Stoa meiden, wenn man einen Partner sucht? Ja, grundsätzlich die Charaktere, die eben diese Tugenden nicht haben. Ja, denn die Situation ist ja die, wir leben heute in einer sehr visuellen Kultur. Alles wird visuell dargeboten. Wir haben Zugriff auf ganz viele visuelle Inhalte. Und Menschen neigen durch diese Kultur dazu, vieles an der Oberfläche zu bewerten. Tatsächlich geht es aber nicht darum, den schönsten Partner zu finden, sondern den Partner mit dem besten Charakter, der uns auch entsprechend am besten ergänzt. Das Ideal ist ja immer, dass man gemeinsam mehr sein kann als jeder für sich allein. Und das geht definitiv tiefer als jede Oberflächlichkeit. Insofern muss man hier sehen, man ist immer mit Charakter zusammen, man heiratet Charakter oder man ist mit Charakter in einer Beziehung. Das ist halt die wichtige Frage. Und
Welche Person meidet man, wenn man gerade Single ist und auf Partnersuche nach der Stoa? Na, die Personen, die vom Charakter her so unreif sind und so unverträglich, dass eine Beziehung nicht funktionieren kann, ohne dass sie irgendwie in Missbrauch ausartet. Also ganz kurz, die Charaktere, die die Tugenden nicht haben, die weder weise sind, noch gerecht, noch maßvoll, noch auch tapfer. Und was sind das für Charaktere? Man kann das jetzt ganz allgemein so stehen lassen, aber das ist wenig als Anhaltspunkt. Ich würde sagen, die Stoa schließt aus, ohne dass es explizit benannt wird, Partner mit narzisstischen Störungen oder Partner mit Suchtstörungen oder Partner, die eine solche Beziehungsvergangenheit haben, dass sie einfach nicht in der Lage sind, der gegenwärtigen Beziehung genügend Zeit, Kraft und Ressourcen zu geben. Denn auch da entsteht ein Ungleichgewicht. Also bei Narzissten ist es klar, die sind aufgrund einer stabilen Persönlichkeitsbeeinträchtigung nicht in der Lage, eben diese stoischen Tugenden zu verwirklichen. Die sind weder weise, denn Weisheit setzt ja eine gewisse Selbstdistanz voraus. Das kann man nicht, wenn man ein geborener Egozentriker ist, ja, der ständig ich repetiert. Das ist das Gegenteil von philosophischer Weisheit. Narzissten sind auch nicht gerecht in ihrem Verhalten, denn sie sind eigensüchtig und beanspruchen alle Ressourcen für sich und glauben, sie hätten einen Anspruch darauf. Also dieses Entitlement, Englisch, dieses Denken in einem Anspruch. Ist auch sehr typisch für Narzissten. Und das schließt sie schon aus bei der Partnerwahl. Ein Stoiker würde eben nicht mit einem Narzissten zusammengehen aufgrund dieser Defizite. Und das Defizit der fehlenden Mäßigkeit und der fehlenden Tapferkeit ist auch sehr deutlich. Ja, denn wenn man eine egozentrische Persönlichkeitsstörung hat, kann man natürlich auch nicht mäßig sein im Sinne von ausgewogen, ausgeglichen. Ja, man versteht das Prinzip Geben und Nehmen nicht. Und man hat sehr oft auch keine Tapferkeit. Und viele Narzissten suchen sich immer den einfachsten Weg. Ja, sie lassen andere die Arbeit machen. Ja, also man sieht, diese Charakterzüge disqualifizieren auch im Sinne der Stoa, ja, von einer Beziehung. Hier sollte man wirklich sagen, diese Persönlichkeitstypen kommen nicht als Partner in Frage. Die Stoa bewahrt einen da auch in gewisser Weise davor, schlechte Entscheidungen zu treffen. Selbe natürlich auch mit Personen, die suchtkrank sind, bei denen die Sucht und das Verlangen nach einer Substanz oder nach einem bestimmten Verhalten das Denken dominiert. Ja, hier kann keine Tugend der Weisheit, der Mäßigkeit, der Gerechtigkeit und der Tapferkeit verwirklicht werden. Das korrumpiert den Charakter in einer ganz extremen Weise. Ja, und ähnlich ist es natürlich auch mit Menschen, die aufgrund ihrer Beziehungsgeschichte entweder so geschädigt sind, also im Sinne von belastet, oder aber tatsächlich so viele Probleme angesammelt haben, die in ihren alltäglichen Alltag hineinragen, dass es sehr schwierig ist, überhaupt die Ressourcen zu haben und den Raum zu schaffen, um auch diese Tugenden leben zu können. Also insofern gibt es da ganz klare Ausschlusskriterien, wenn wir systematisch vorgehen und uns fragen, ja, welche Personen schließt Und denn die in der Stoa aus? heutigen modernen Welt sind da schon ganz schön viele draußen, wenn ich Ja, was da haben Sie sagen völlig darf. recht. Ja. Aber man könnte es zum Beispiel, wenn man zu einem Speed-Dating oder ähnliches geht, dann einfach diese Sachen von vornherein mal abfragen und dann kann man gleich ausschließen. Ja, aber man weiß es, die meisten wissen es ja selber gar nicht, glaube ich so. Es ist ein Das ist eine gute Erkennungsprozess Idee. auch. Ja, Sie erwähnen jetzt Speed Dating. Wie viel Zeit gibt man dem Kennenlernen von einem möglichen Partner? Ich kenne mich jetzt mit dieser Praxis nicht so sehr aus, aber wie viele Minuten hat man üblicherweise bei einem Keine Speed-Dating? Ahnung, Wo ich war plant noch man nicht vielleicht da. 5 Minuten oder 10 Minuten? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es eine sehr limitierte Zeit. Da gäbe es zwei Ratschläge aus der Philosophie der Stoa. Also zum einen grundsätzlich der Leitsatz, erkenne dich selbst, Nosce te ipsum.
Du musst wissen, wer du bist, bevor du weißt, wie du richtig handeln kannst. Also du musst wissen, was für ein Mensch bin ich, was brauche ich wirklich, was erwarte ich auch von einem Partner und was sind für mich absolute Grenzen. Was ist ein Dealbreaker? Ab wann ist eine Person für mich wirklich überhaupt nicht mehr tragbar als Partner? Wenn man mit einem klaren Bewusstsein, wer man ist und was man definitiv braucht, was aber auch für einen selbst absolut nicht akzeptabel ist, in eine Situation dieses schnellen Datings hineinkommen würde, hätte man eine gewisse Chance, rote Flaggen sehr schnell zu erkennen. Also das wäre mal grundsätzlich eine pragmatische Konsequenz aus dem Stoizismus, auch wenn natürlich Cicero und Seneca niemals mit solchen Situationen im Altertum konfrontiert waren. Aber ich glaube, wenn die alten Römer schon Internet gehabt hätten, dann wären ganz ähnliche Anwendungen entstanden und die sozialen Praktiken waren natürlich auch damals schon sehr divers. Ja, wenn man sich Ovid anschaut, die Ars Amatoria, da geht es ja auch darum, wie lernt man einen Partner kennen und wie kann man Zuneigung erwerben und wie kann man natürlich auch die Beziehung erhalten. Da geht es auch darum, auch wenn ein Forum seinerzeit noch nicht virtuell war, sondern noch physisch, das Forum Romanum, und man sich meist doch noch direkt getroffen hat, bevor man irgendwelche langen Nachrichten ausgetauscht hat. Aber die Grundlage ist immer dieselbe. Ja, auch Ovid, ohne dass er Stoiker war, beschreibt, dass man ganz klaren Eindruck davon haben muss, wer bin ich eigentlich? Ja, was brauche ich aus einer Beziehung, ja, so wie ich momentan aufgestellt bin und was meine aktuellen Bedürfnisse sind? Und dann, wie kann ich das natürlich am besten verwirklichen und wo finde ich einen potenziellen Partner, der ein ähnliches Wertesystem hat? Also diese Fragen sind ja Jahrtausende alte Fragen, die die Menschen schon immer beschäftigt haben, weil wir eine soziale Spezies sind. Also um darauf zurückzukommen, wie kann man beim Speed-Dating bestehen mit der Kraft der Stoa? Ja, wichtig ist, mit dem richtigen Mindset in jede Situation gehen und zu wissen, wer bin ich. Sich auch nicht verlieren, gerade vielleicht in Situationen, die wenig Informationen bieten und wenig Zeit, gedrängte Zeit. Denn in solchen Situationen neigen Menschen psychologisch dazu. Und das ist sehr gut erforscht in der Marketingforschung. Ja, weil Marketing zielt ja auch darauf ab, dass man in kürzester Zeit mit wenig Informationen eine Entscheidung trifft. Ja, so was Ähnliches passiert ja, wenn wir uns in kürzester Zeit viele mögliche Partner vorstellen. Wir versuchen unter Zeitdruck wichtige Entscheidungen zu treffen und haben aber ein Informationsdefizit. Das ist sehr schwierig und das erzeugt immer eine kognitive Dissonanz. Und die Problematik, wie man das lösen kann, ist immer die, eben nicht dem situativen Druck nachzugeben, sondern ganz klar bei sich zu bleiben, zu sagen, was ist für mich ein absolutes Muss-Kriterium, ja, und was kann ich nicht tolerieren? Und diese Einstellung zu kultivieren, zusammen mit der ruhigen Gelassenheit, denn Gelassenheit ist auch eine stoische Tugend, mit der Gelassenheit auch allein sein zu können, weil das Leben auch alleine begehrenswert ist, auch schon unabhängig von einem Partner. Das sollte einem auch in solchen Situationen dann einen Vorteil bringen. Abgesehen davon kann man sich natürlich fragen, sollte man als Stoiker, als moderner Stoiker in solchen Praktiken teilnehmen, weil sie natürlich in gewisser Weise eine Vorentscheidung beinhalten. Man entscheidet, ich gebe dem Partner suchen oder ich gebe meinem Ausgang aus dem Single-Dasein jetzt ganz wenig Zeit. Warum? Also diese Voreinstellung, die ließe sich auch hinterfragen. Ja? Und da könnte man einfach mit den Leitsätzen der Stoa auch sagen, erkenne dich selbst und wisse, dass deine Zeit begrenzt ist. Wer bist du und was willst du in dieser begrenzten Zeit erreichen? Also welche Wertigkeit hat eine Beziehung überhaupt in deinem Lebensgefüge? Das sollte man, bevor man sich für irgendeine Form von Dating, ob jetzt akzeleriert oder nicht akzeleriert, entscheidet, doch für sich selbst wissen. Ja,
Ja, ganz spannend. Ich finde es auch sowieso generell spannend. Der Stoizismus ist ja schon uralt gefühlt oder auch von den Zahlen her ist das wirklich so. Aber wenn man sich mit Potenzialentfaltung, Persönlichkeitsentwicklung etc., Psychologie auch auseinandersetzt und auch beruflich in dem Bereich, ich bin ja auch in dem Bereich unterwegs, dann sieht man eigentlich, wie modern aktuell das eigentlich ist. Und es ist immer man kommt immer zum Schluss, dass der Mensch, die Probleme von damals sind die gleichen wie heute. Also der Mensch hat sich eigentlich technischer Fortschritt, okay, es ist die Frage, ob das ein Fort oder ein Fortschritt ist, ja. Der Mensch hat sich da gar nicht so weit entwickelt, ne? Das ist die wiederkehrende Klage aus der Philosophie, wenn man Philosophie als Problemlösungstool sieht. Wenn man sagt, ja, da haben sich Philosophen seit Tausenden von Jahren über die Fragen unterhalten, die Kant einmal formuliert hat, was ist der Mensch? Was können wir wissen? Was sollen wir tun? Worauf können wir hoffen? Diese Fragen sind nie abschließend beantwortet worden. Ja. Und alle weiteren abgeleiteten Fragen wie, wie finde ich mein Glück, was ist überhaupt Glück, ja, wie lebe ich menschliche Beziehungen, wie verwirkliche ich Gerechtigkeit, was ist moralisches Verhalten, was ist der ideale Staat, was sind gerechte Gesetze und. Diese gesamte Phalanx von Fragen, die sich da anschließt, muss in jeder Epoche neu gestellt werden. Man kann nicht sagen, ja, wir hatten jetzt Sokrates, Platon, wir hatten die Mittelalterphilosophen, wir hatten die Philosophen der Neuzeit, die Aufklärer und jetzt sind wir endlich so weit, dass wir auf jedes Problem einen Antwortansatz drauf geben können und sagen können, ja, das hat sich jetzt schlüssig gelöst und wir leben jetzt nur noch dieser Antwort gemäß. Das funktioniert einfach nicht. Ja? Und wie Sie richtig sagen, die großen Fragen der Menschheit, die sind nicht nur nicht unbeantwortet geblieben, sondern sie sind ungelöst geblieben, sofern sie Probleme darstellen. Ja, Antworten gibt es genug, das sollten wir vielleicht sprachlich unterscheiden, aber es gibt keine Lösung zu unseren existenziellen Fragen. Was wichtig ist, ist, diese existenziellen Fragen an den Zeitkontext anzupassen. Zu sagen, okay, wir leben heute nicht mehr zur Zeitenwende im Jahre Null, sondern 2024 in einer hochkomplexen Gesellschaft, die politisch und soziologisch sehr komplex ist, die einen großen technologischen Fortschritt hat, aber oft nicht die Fähigkeiten vermittelt, wie man mit den technischen Mitteln auch umgehen sollte, die uns insofern in eine ständige Überforderung bringt. Und unsere Aufgabe als Philosophen, aber insbesondere auch als Gesellschaft, unabhängig vom jeweiligen Beruf, ist zu sehen, wie werden denn diese Probleme in der Gegenwart angepasst und in welchem Spannungsfeld ist das? Es gibt immer das Allgemeine und das Besondere. Das Allgemeine ist, um beim Beziehungsthema zu bleiben, der Mensch ist ein soziales Lebewesen. Aristoteles hat gesagt, wir sind Zoon Politikon, also gesellschaftliches Wesen. Wir sind immer schon auf Gesellschaftlichkeit, auf Gemeinschaft angelegt. Und wie Martin Buber sagt, der Mensch wird am Du zum Ich. Also wir brauchen auch den Gegenüberbezug in irgendeiner Form, sei es jetzt privat, familiär oder verwandtschaftlich im Freundeskreis oder in der Liebesbeziehung. Das ist die Existenzialproblematik. Die hat sich seit Tausenden von Jahren nicht verändert. Was sich verändert hat, ist eben nicht das Allgemeine, sondern das Spezielle. Wo existiert diese Problematik heute in den soziologischen Strukturen? Also was haben wir denn für Formen von Familie? Wir haben heute eine Kernfamilie, oft auch schon fragmentiert, dann durch Trennung, Scheidung und neue Verpartnerung. Das ist ganz anders als die Großfamilie zur Zeit der römischen Antike. Ja, dazu gehörte die gesamte Verwandtschaft, dazu gehörten die Sklaven. Das waren oft Haushalte von 20 Personen, ganz andere Situationen, ja, oder was ist heute unser Konzept von Liebe, von Beziehung, ja, und wie finden wir heute Partner? Ja, auch das lässt sich in keiner Weise vergleichen mit den Situationen, die es jetzt spezifisch in einer antiken Kultur gab, ja, wo man Konzepte hatte wie Knabenliebe, Heterentum, ja, und die konventionelle Ehe. Und die Geliebtenverhältnisse neben den konventionellen Ehen. Das war ein ganz anderer Kontext, eine ganz andere Mischung von Beziehungsebenen. Was aber interessant ist bei der Stoa, und deshalb ist es für Coaches auch wichtig, die sich mit Persönlichkeitsprägung und Entfaltung befassen, ist, die Stoa hat als eine der wenigen Philosophien des Altertums Gefühle genau definiert. Da gibt es ein
Missverständnis. Viele Menschen glauben, ah, die Stoa unterdrückt die Beziehungen und unterdrückt die Gefühle und stoisch sein heißt, seine eigenen Emotionen ablehnen. Das stimmt nicht. Ja. Tatsächlich waren die Stoiker, wenn sie das einmal lesen, die Selbstbetrachtung von Marc Aurel und Beschreibungen von Cicero über den Zorn und vieles andere. Das war eine Auseinandersetzung mit Emotionen. Und wenn man kreativ und beratend mit Menschen arbeitet, hat man es in der Regel ja nicht mit ihrem theoretischen Denkgebäude zu tun oder erst in zweiter Linie, in erster Linie mit ihren Emotionen, mit den emotionalen Problemen, die sie haben, aufgrund eines bestimmten denkerischen Profils, mit Konfrontationen, die da entstehen. Und ihr hat die Stoa also schon vor Tausenden von Jahren festgestellt, es gibt Empfindungen, es gibt Emotionen, es gibt Leidenschaften. Es gibt positive und negative Leidenschaften. Also diese Differenzierung hat man im 20., 21. Jahrhundert auch in vielen psychologischen Forschungen dann herausgestellt. Ja. Also wenn man Tiefenpsychologie sieht, Carl Gustav Jung, geht es ja auch darum, wie ist der Mensch in der Matrix, ne, mit vier Anteilen von Emotionen, von Fühlen, Denken, Wissen aufgestellt und wie inspiriert das sein alltägliches Verhalten und auch sein Potenzial? Also da ist sehr vieles vorgedacht worden von den Denkern der Stoa. Ja, und das Ziel ist natürlich auch, das ist ja eigentlich so einer der Oberbegriffe, auch was ich so damit verbinde, ist ja die Gelassenheit im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man das mal ein bisschen auseinandernehmen, das Wort, ne, gelassen oder loslassen. Und so ist ja auch die Betrachtungsweise auf die Gefühle, auf die, ne, mit einer Entfernung einfach. Und wenn jetzt irgendwie in der Vergangenheit ein emotionales Missverständnis haben oder Missbrauch oder ähnliches, viele sagen ja, wir können das löschen oder so, das ist im Prinzip ja falsch. Es ist ja vorhanden, aber die Emotionen werden da mehr oder weniger dann rausgeholt, sozusagen, ne, in einem positiven Sinne. Es ist da, ne, es ist eine Erfahrung, es ist da, aber es wird nicht mehr emotional so betrachtet und bewegt uns halt auch nicht mehr. Deswegen, Gelassenheit, das ist, glaube ich, einer der Oberleitsätze. Ja, Leitsätze, welche Leitsätze der Stoa inspirieren uns heute insbesondere für Beziehungen? Die haben ja, ich liebe ja auch Aphorismen und Leitsätze. Was ist da noch genial, sage ich mal? Genial ist vieles. Grundsätzlich gibt es sieben Leitsätze der Stoa. Es gibt den Leitsatz Memento Mori, bedenke, dass du sterblich bist. Nosce te ipsum, das war schon ein Leitsatz in den Mysterienreligionen, erkenne dich selbst. Te ipsum continens, halte dich zurück, übe dich in Selbstbeherrschung. Initiis obsta, wehre den Anfängen. Dann accipe mutationem, nimm die Veränderung hin. Auch das ist ein sehr wichtiger Leitsatz. Und Nil Mirari, wundere dich nicht. Und zuletzt Amor Fati, liebe dein Schicksal. Wenn wir das nun zusammenführen, dann haben wir sieben Leitsätze, die jeder für sich genommen eine tiefe Lebensweisheit beinhalten und die uns in unserem Alltag wirklich sehr stark helfen können, gerade die Gelassenheit zu verwirklichen. Wenn wir uns nämlich komplett identifizieren mit unseren Emotionen. Ja. Dann machen wir genau das Gegenteil von der stoischen Gelassenheit. Ja, wir geben uns nämlich hin dem Zorn, der Wut, der Trauer, ja, oder der Leidenschaft. Ja. Wir sehen hier eine Schwierigkeit, die aus der Identifikation mit den Gefühlen entsteht. Das bedeutet dann aber, die Gefühle sind Herrscher Lohns. Wir sind nicht mehr Herrscher über die Gefühle. Ist es nicht menschlich, dass man zeitweise den Gefühlen so viel Macht gibt? Ja, natürlich ist es menschlich. Aber Stoa hat nicht so viel damit zu tun, im Moment die Emotionen zu unterdrücken, sondern eher rückblickend zu reflektieren, was war gut, was war weniger gut, habe ich mich vielleicht in eine Schwierigkeit gebracht oder hätte eine Situation anders verlaufen können. Also es geht hier sehr stark gleichsam um den Rückspiegel im Leben. Und wenn wir schauen, die Leitsätze der Stoa, die bringen immer wieder diese Gelassenheit in den Alltag. Und das ist in jeder Situation gut, sei es jetzt beruflich oder im Freundeskreis. Es ist natürlich auch in Liebesbeziehungen wichtig. Ja. Ein Satz, der ein Leitsatz der Stoa ist, wie Memento Mori, deine Zeit ist begrenzt, du bist sterblich, sagt uns einfach auch, wir sollten unsere Zeit gut nutzen. Wir sollten auch die Zeit Qualität, mit dem ja. Partner gut Qualität, ja. nutzen. Ja.
Wie Sie sagen, Qualitätszeit ist wichtig. Es gibt die quantitative Zeit und die qualitative Zeit. Und die Qualitätszeit mit dem Partner zu verbringen, auch wirklich Zeit zu machen in unserem in der Regel sehr hektischen Alltag. Beide sind berufstätig, beide haben Projekte. Es gibt Probleme zu bewältigen, es gibt einen Haushalt zu führen. Man muss sich gezielt Zeit füreinander machen. Also das stoische Leitmotiv Memento Mori, du bist sterblich, was ja implizit bedeutet, deine Zeit ist limitiert. Ja, bedeutet immer auch, setz Prioritäten. Also das, was dir wichtig ist, das soll auch wirklich einen Raum in deinem Alltag haben. Ja, Das daraus ist leitet sich ja diese Coaching-Übung auch. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du nur noch 6 Monate zu leben hast oder so, ne? Daraus, Ja, daher kommt das ja. selbstverständlich. Und so hilft ja die Stoa auch, praktischen Lebensrat zu geben und zu verwirklichen, dass die eigenen Prioritäten erstmal formuliert werden. Damit haben viele Menschen ja schon Schwierigkeiten, ja, zu sagen, was ihnen wirklich wichtig ist. Und dann, wie man sie auch in seinen Tagesablauf integrieren kann. Man sollte jeden Tag Zeit für das finden, was einem wirklich wichtig ist. Und man sollte sich jeden Tag fragen, wenn das mein letzter Tag ist, ja, was möchte ich denn heute noch erreichen? Was möchte ich heute noch machen? Und was möchte ich heute geben? Ja, denn wir können nicht sicher sein, wie viel Zeit uns bleibt. Ja, das ist ein ganz existenzieller Gedanke, aber es ist extrem wichtig, gerade auch für die Qualität unserer Beziehungen. Ja, und wenn wir jemanden lieben, sollten wir ihm auch zeigen, dass wir ihn lieben. Ja, und das eben nicht unterdrücken. Also insofern das Gegenteil dessen, was ein gängiges Klischee über Stoizismus immer vermittelt, Stoizismus als Repressionsapparat, der von den Emotionen absehen will, stimmt überhaupt nicht. Gerade ein Stoiker würde sagen, wenn ich einen Menschen liebe, möchte ich ihm meine Liebe auch zeigen. Ja, denn ich weiß nicht, wie viel Zeit ich mit diesem Menschen noch verbringen kann. Ich weiß auch nicht, wie viel Zeit er hat. Wir wissen es nicht voneinander. Jede Begegnung kann die letzte sein. Wir wissen das auch, aufgrund von gemeinsamen künstlerischen Bekannten und philosophischen Bekannten, die nicht mehr unter uns sind. Also wir haben einfach nicht dieses Kontinuum von Zeit, das wir endlos in die Zukunft projizieren können und sagen, morgen, übermorgen, irgendwann treffen wir uns wieder. Das stimmt nicht. Also so sehen wir, wie bereits der erste Leitsatz der Stoa ganz wichtig ist, um Qualität in den Beziehungen zu erhöhen. Und ich finde auch, dass diese Leitsätze einem vermitteln, dass wir selber sind, die eine Wahl haben und entscheiden auch, was wir denken, was wir fühlen und wie wir handeln. Das ist auch diese Gelassenheit. Also wir steuern es sozusagen von weiter weg und entscheiden selber, ne? Das vermittelt das auch ein bisschen. Haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, was man dann eigentlich heute in der heutigen Zeit gerade damit so machen kann, in Zeiten von Tinder und Instagram? Ja, was wir aus der Story lernen können, haben wir schon so ein bisschen gemacht. Jetzt haben sie noch Tinder dabei. Ja, vielleicht noch dazu kurz nochmal. Gut, wir haben im Grunde genommen schon vieles dazu gesagt, wie man den Stoizismus auf die heutige Zeit und die heutigen Kontexte übertragen kann. Grundsätzlich würde ich bei dem bleiben, was wir eben erarbeitet haben. Es ist sehr wichtig, eine gelassene Distanz auch zu sich selbst zu haben und zu einem Überangebot, das uns die Medien immer präsentieren. Die gelassene Distanz zu einem selbst führt automatisch zu besseren Entscheidungen. Das kann das Leben verbessern. Also Marc Aurel hatte mal gesagt, die Qualität unseres Lebens, die hängt nicht so sehr von den Umständen ab, sondern von der Qualität unseres Denkens, das wiederum praktisch ausagiert ist, ja die Qualität unserer Entscheidung. Und insofern ist es hier auch ganz wichtig, philosophisch gelassen zu bleiben, Abstand zu haben. Ja, ein Stück weit zum eigenen Ego. Nicht so weit, dass es bis zur Dissoziation reicht, aber so weit, dass man sich nicht jederzeit überkonkret identifiziert mit dem jeweiligen Gefühl. Ja, und zum anderen natürlich auch zu den Angeboten der Umwelt. Man muss bei sich bleiben und wissen, wer bin ich? Also was sind wirklich meine Bedürfnisse und in welcher Form könnten die einen Ausdruck finden und wer hätte ein ähnliches Wertesystem wie ich? Und wenn man so vorgeht, dann scheiden vielleicht manche zeitgenössischen Wege schon aus. Ja. Oder sie würden ganz anders begangen. Ja, und das beantwortet auch ein bisschen die Frage und auch da kommen wir wieder zu der Entscheidung, ja, warum ist es manchmal auch besser zu gehen, ne, als eine Beziehung zu wollen oder in einer Beziehung zu sein, ne?
Sehr wichtig im Stoizismus ist die Wertigkeit der Zeit. Ja, wie wir eben schon sagten, unsere Zeit ist limitiert. Das ist dieser klassische existenzielle Gedanke, der auch eine vollständige Wirklichkeit hat in unserem Dasein. Ja, wir wissen, dass wir sterben werden und wir wissen, dass nichts sicher ist außer dem Tod. Ja. Was heißt das jetzt im Zusammenhang mit der Fähigkeit, auch wegzugehen aus einer Situation, die nicht befriedigend ist, aus einer Beziehung, die vielleicht ausbeutend, missbräuchlich ist? Und das bedeutet, dass man die begrenzte Zeit in unserem Leben nicht missbrauchen lässt, denn Zeit ist Leben, Zeit ist Sein in einer existenzial-ontologischen Perspektive. Und das bedeutet auch, der Zeit ihren Wert geben. Ja, ich lasse meine Zeit nicht bestimmen von jemand anderem, der dem entsprechend keinen Respekt entgegenbringt. Ja, das ist jetzt sehr theoretisch formuliert. Ganz praktisch würde es heißen, die wenigen Tage, Stunden, Minuten, ja, die wir alle nur zur Verfügung haben, die sollten wir nicht verschenken an eine Person, die uns keinen Respekt entgegenbringt. Und die auch die stoischen Tugenden der Weisheit, der Gerechtigkeit, der Mäßigkeit und der Tapferkeit nicht zeigt im Umgang mit uns. Also, und uns auch nicht fähiger macht, diese Tugenden zu leben, weil sie uns das entsprechend auch gar nicht entgegenbringen kann. Das sind keine wertvollen Beziehungen. So, hier ist es auch wichtig, dass man nicht in so einer imaginären Hoffnung lebt, ja, denn die Stoa verwirft das Prinzip Hoffnung, ein großes philosophisches Thema, zu einem großen Teil. Sie ist sehr pragmatisch realistisch. Sie sagt nicht idealistisch, was könnte sein, was könnte noch kommen in dieser Beziehung, wie Sondern könnte was sich der ist? Partner entwickeln, sondern sie sagt, was ist? Was ist jetzt einfach matter of fact die Situation in der Beziehung? Die Situation kann sein, der Partner vernachlässigt mich oder ist nicht aufmerksam oder hat ausbeutende Verhaltensweisen, so dass er nimmt und nicht gibt und die Investition nicht klar ist. Diese klare Bestandsanalyse ist typisch für ein Denken eines Stoikers über eine Beziehung. Also nicht der Sollzustand, sondern der Istzustand ist das, was zählt. Und wenn man sich das zu eigen macht, ist es auch leichter, Bilanz zu ziehen, wenn man in einer sehr schwierigen Beziehung ist und zu sagen, es geht mir besser allein. Das ist jetzt auch unser geniales Schlusswort. Genial ist auch einer meiner Lieblingsworte, wie Sie merken. Wir haben diese Zeit hier, finde ich, sehr, sehr schön ge gefüllt. Auch diese Zeit ist begrenzt. Ich möchte mich ganz recht herzlich bedanken und freue mich jetzt schon auf unser nächstes Gespräch mit einem weiteren spannenden Thema. Haben Sie recht herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne.